Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde. Herzlich willkommen zurück zu Bevos TechPack. Ja, weiter geht's. Wie versprochen und wie prophezeit machen wir ein wenig Britannia. Da haben wir ja dieses nette Gebäude. Naja, diese nette... Gebäude ist es nicht. Das ist diese nette... Das ist eher so Friedhofsatmosphäre, ne? Ritualsplatz ist das. So, okay. Also, wir wollen Britannia machen. So, ich habe mich natürlich auch nur schlau gemacht, so wie ihr es auch tun würdet wahrscheinlich, über Wikis und ein bisschen Tutorials und was man da so macht, ne? Oh, den Weg wollten wir ja bauen, haben wir gesagt, ne? Ja, machen wir gleich. So, und da hab dann festgestellt, wir brauchen ja, Britannia ist ja hier Blumen, ne? Britannia ist ja Blumen. So, diese hier zum Beispiel. Stimmt ja gar nicht. Diese da. Ja, diese da ist Britannia, ne? So, und Blumen brauchen zum Wachsen Erde, ne? So, da drinnen sehen wir jetzt wenig Erde. So, da brauchen wir jetzt einen Plan B. Tatsächlich brauchen wir einen Plan B. Und dann müssen wir natürlich auch Blumen sammeln. Das heißt, wir müssen mal gucken, wie viel wir überhaupt da so haben, ne? Technisch gesehen in unserem ME-System. Also ich guck mal gerade nach, da müssten wir ja mal schnell. Also, wenn wir jetzt die heißen immer so komisch, ne? Wenn ich Britannia eingebe. Okay, ich habe zwei Mana-Pullen, eine Glasbuddel und das Lexika. Das nehmen wir auch mal gleich raus. Da habe ich übrigens auch reingeschaut. Und das Ding ist natürlich auch Gold wert. Ne? Ich weiß nicht, wer hat es noch nicht gesehen? Das ist also, hier ist ungefähr alles beschrieben, was hier so zu tun ist. Und auch so ein bisschen Aufgaben, die man so machen kann. Ne? Hier Flower Farm und Record Farm und Sugarcane Farm und was weiß ich denn, Cobble Generator. Auto Pure Daisy. Mana-Batterie. Also das sind so Sachen, die man machen kann und dann easy, normal, hart und so. Finde ich schön gemacht, haben sie schön aufgebaut. Was wir davon da letztendlich alles machen werden, weiß ich nicht. Was ich allerdings jetzt in dieser Folge machen wollte, ist so ein bisschen die Basics vorbereiten, beziehungsweise auch schon starten. Da müssen wir natürlich mal sehen, ne? 16 Blumen gibt es, 16 Colors, also 16 Blumen. Die gibt es in groß und klein, soweit ich das weiß. Ja, die gibt es in groß und klein. Die müssen halt nur... Wow, Riesenbaum. Die müssen halt nur gefunden werden. Und das wird jetzt das Problem. Wir müssen suchen gehen. Wir haben nämlich von diesen Flowers, haben wir ungefähr gar keine, weil wir die immer weggeschmissen haben, ne? Ja, so wird es nämlich sein. Zum Glück spielt es am Anfang keine Rolle, welche wir sammeln. Ist das auch Britannia? Nö. Und mit welche wir sammeln, meine ich natürlich welche Farbe, weil die Farbe im Grunde egal ist. Wir können natürlich auch Blumen erzeugen, ne? Wie ging das denn nochmal? Wir können mit Britannia Blumen erzeugen, die haben doch so einen komischen Dünger. War das nicht so? Also wenn der leicht herzustellen ist, dann könnte man das mal gerade... Wow, Britannia hat denn doch 3 Seiten. Okay, das ist viel. Wenn wir da jetzt den Dünger herkriegen, oh weia. Also die Kenner unter euch, die wissen das bestimmt, aber ich nicht so. Also sehr gut vorbereitet, natürlich. Floral Fertilizer, das müsste ja doch sein. Okay, das ist Bone Meal und halt von diesen Blumen irgendwelche Farben. Dann ist natürlich die Frage, lohnt sich das, ne? Wie viel haben wir denn jetzt? Okay, ja, wir können es ja einmal probieren. Einmal probieren wir es, ob sich das lohnt. Weil das hier, ist das eine große Blume? Das ist eine große Blume. Nur die kann ich nicht einfach so abbauen. Da gibt es die Besonderheit. Die muss man mit der Schere ernten, sozusagen. Ja, die muss man mit der Schere abbauen. Sonst verpufft die. Ja, habe ich irgendwo mal gelesen. Oder gesehen, weiß ich nicht mehr genau. Auf jeden Fall muss man die halt abbauen mit der Schere. Aber eine Schere ist egal. Ist jetzt auch egal, ob wir eine Schere bei haben. Oh. Ja, ups. Ist hier alles klar, wo wir schon mal da sind? Oh, Mann. Ist hier irgendwas an?
Der ist die ganze Zeit an. Upsala. Upsala. Ja gut, wir haben auf jeden Fall genug Flint und Obsidian nur so halb. Okay. Da habe ich den wohl mal irgendwann angemacht und angelassen, ne? Hier den. Naja, egal. So. Ja. Ich gebe nochmal vorsichtshalber Flower ein, ne? Ach, guck mal. Wir haben doch ein bisschen was davon. Guck mal einer an. Wow, okay. Wir haben also ein paar grüne. Warte mal, wenn ich jetzt die grünen... 5 Stück waren das, ne? 1, 2, 3, 4... Oder 4? Könnten auch 4 gewesen sein. Wenn ich jetzt 4 grüne... verarbeite zu diesem Dünger, ne? Wo war der gleich nochmal? Da. So, und dieses Zeug kriege ich ja, indem ich... Oh. Mortar und Pestel? Okay, das gehört auch zu Botania. Das bauen wir natürlich sofort mit. Eine Bowl. Ja, bauen wir alles sofort mit. Schön. Okay, da haben wir ja schon mal den ersten Botania-Gegenstand sozusagen hergestellt. So, also wir brauchen eine Bowl. Das dürfte recht einfach sein. Dann, oh, hier gibt es 2 Bücher. Und aber die gleichen. Das verwundert mich aber. So. Und dann... So. Und schon haben wir das Teil. So. Und dann können wir die, so wie ich das gesehen habe, im Inventar... Richtig? Das ging auch gerade. Hä? Geht das auch ohne Mortar und Pestel? Jetzt habe ich 8 Blütenblätter. Nein, ich... Oh Mann. Ich wollte doch hier den... Okay. Verwirrung. Mortar und Pestel und das Blütenblatt. Ja, nein, das war doch richtig. Ich muss natürlich das Blütenblatt... Jetzt, 1, 2, 3, 4 waren das, ne? Vielleicht täusche ich mich auch. Ich glaube, es waren 4. So, 4 und dann natürlich Bone Meal. Bone Meal müssten wir genug haben. So, ein Bone Meal rein. Und... So. Wenn ich das Ding jetzt da draußen... auf den Boden werfe, ne? Dann müssten wir ja hier so aufploppen. So, Blumen. Oh, ob sich das lohnt. Also, hier, also, okay, das könnte sich lohnen. Also, ich habe jetzt 4 Blumen bekommen. 4 Blumen macht 8 Blätter. Das könnte sich auf jeden Fall lohnen, wenn wir eine bestimmte Farbe suchen. Ne? Wenn wir eine Farbe ganz oft haben und brauchen aber eine andere bestimmte Farbe, dann könnte sich das lohnen. Dann können wir die nämlich suchen. Aber ich würde sagen... Ich würde sagen, wir nehmen einfach mal hier so ein paar mit. Und werden die erstmal verballern. Ne? Nehmen nicht alle mit. So, hier haben wir schon ein paar Blütenblätter und so. Was weiß ich denn? Haben wir noch weiße? Ja, 4 weiße nehmen wir auch mit. So, da haben wir erstmal, sind wir erstmal gerüstet, ne? Oh, wir haben sogar noch hier diese Blöcke an Start hier. Haben wir noch gar nicht ausgemistet. Egal, das ignorieren wir jetzt mal. So, okay. Und das heißt, wir beginnen. Und zwar beginnen... Habe ich ja schon gesagt, ist Blumen sammeln. Und dann, das ist doch auch Botania hier. Ja klar. Weil hier auch so Funken raussprießen. Deswegen habe ich das gerade gesehen. Weil das ist so ein bisschen üblich bei Botania, dass da Funken raussprießen. Egal. Wollte ich ja mal gesagt haben. So, okay. Also, folgendes ist jetzt los. Wir brauchen sozusagen das Crafting... den Crafting Table von Botania und das Ding heißt, das ist sozusagen ein Apothekertisch, das heißt Petal Apothecary, also einfach so, das ist wie so ein Apothekertisch, das ist, was weiß ich, so ein Becken, wir nennen es Becken. So, jetzt brauchen wir natürlich unser ME-System, oh, das wird aber nerven, wir müssen jetzt immer hin und her, aber macht nichts. So, also den könnten wir den... Warum haben wir den zweimal? Macht das hier? Das ist Kobbel. Okay, wir haben keine Slabs oder was? Sind das denn überhaupt Slabs?
Cobblestone Slab. Okay, da können wir gerade mal 6 Stück von raushauen. Das ist kein Ding. Aber das müsste doch funktionieren hier mit Grün auch, oder? Ja, sag ich doch. Also, wir haben ein Pethel Apothecary, ne? Also hier Apotheke. Wir haben eine Apotheke. Gut. Oh, ja. Wir müssen immer noch einen Weg bauen. Jetzt haben wir hier in dem Haus leider keine Mitte, also bauen wir ihn dahin. So, so sieht das Schmuckestück aus. Ist im Prinzip nichts Wildes, ist einfach nur ein Becken, sozusagen. So, nun brauchen wir jedes Mal, wenn wir mit diesem Ding craften, ja, jedes Mal brauchen wir Wasser. Da habe ich mir überlegt, da wären wir ja schön blöd, wenn wir immer Wasser holen müssten, ne? Wir brauchen eine unendliche Wasserquelle und die schaffen wir uns mit... Wie haben wir sie denn hier gemacht? Ich glaube mit einem Reservoir, ne? Oh, das war... Also, das war knapp, ne? Ich wollte da gar nicht rein, ich wollte hier rein. Ich glaube, wir haben da ein Reservoir gebaut. Hier, ne? Reservoir, genau. Und da ist dann die Quelle unendlich. Was ist denn hier? Dreht das Ding? Nö. Ist da Steam drinne? Egal. So, also, wir bauen uns ein Reservoir. Das ist zwar jetzt kein Botania, aber ist mir egal, weil das erleichtert uns die Arbeit auf jeden Fall immens, weil das bedeutet viel Lauferei, ne? Da ist das Ding, das ist Tinkers, ne, Ender. Ender natürlich, Tinkers, Quatsch. Da brauchen wir 4 Stück von. Na klar, wir haben kein hartes Glas. Na, logisch. Haben wir vielleicht einen hier liegen, vielleicht? Reservoir haben wir natürlich nicht liegen, ne? Wie denn auch? Okay, dann machen wir Folgendes. Wir machen uns so ein Glas. Das machen wir wie? Induction Smelter habe ich nicht. No way, habe ich nicht. Ender.io? Oh ja, oh, Quarz. Quarz verburzeln? Ja, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Wie viel Quarz haben wir denn? Boah, da will man anfangen und, ups. Und dann merkt man erst, oh, hier ist ein Block auf Quarz. Das ist natürlich noch schöner. Und merkt erst, was alles dazugehört, dass man überhaupt starten kann, ne? Wenn man es halbwegs schön vorbereiten will. Also, aufgepasst. Ja, also irgendwie doch dann langwieriger, als ich das so gedacht habe. Ist das jetzt Hardnet? Fused. Aber soweit ich das jetzt verstanden habe, geht Fused Quarz auch, ne? Es ist Blast Resistant. Bombensicher ist das. Na los. Hier ist noch ein Cobblestone. Und wir könnten doch mal... Haben wir den Schlüssel in der Hand? Ja. Könnten doch mal, das ist Cracked Stone Bricks, den erstmal wieder alles wieder auf Null machen mal, ne? So. Während wir hier warten, können wir das ruhig mal machen. So, und dann könnte das Zeug auch mal wieder hier in den Rucksack rein. Zack. So, und? 10 Stück. Da ist jetzt noch einer raus. Ja, noch 3 sogar. Okay, das ist schön. Dann können wir direkt die da reintappen. Dann bauen wir von... den hier 2 Stück. Genau, weil wir das Ganze 2-mal durchführen müssen, ne? Wir brauchen ja 4. Für eine unendliche Quelle. Ach, da fehlen jetzt 2 oder was? Manu. Okay. Wie viel brauchen wir denn dafür? 1? Ich habe ja noch 2 hier in der Tasche. Waren das die 2, die fehlten? Echt jetzt? Nee, was mache ich denn da? Das ist schon... Oh Mann, oh, das war das Fertige schon. Aufgepasst und mitgedacht. Wenn auch alles so gleich aussieht. So. Jetzt haben wir sie mal. Zack. So, einmal haben wir dabei, ne? Nö, haben wir nicht. Wo sind die alle hin? Ach, die sind alle hier bei... Ja. Bei Galaxy-Kram, ne? Buget. Haben wir hier drin auch nicht. Interessant. Gut, dann machen wir uns welche. Iron müssten wir noch haben. Also 2 Stück sollten, glaube ich, reichen. So. So. Gut, also, wie machen wir das? Wir versetzen das Weiße.
Ja, komm. Ich bin der Meinung, dass das geht. Wir versetzen das Weiße nach unten. Und damit wir auch, also die hellen Steine meine ich mit dem Weißen. Falls ihr euch gerade denkt, was redet der Mann da? So. Ja. Jetzt holen wir doch schnell Wasser. Ich meine, zwei Eimer müssten reichen, um da eine Quelle draus zu machen. Natürlich können wir jetzt einfach so Wasser ins Loch gießen hier, aber ich finde, das hat was. Und füllt sich's auf. Ja, es füllt sich auf und ist somit eine unendliche Quelle. Nice. Sehr schön. Dann haben wir das schon mal. Wir können, also wir können das hier mit Rechtsklick reingießen, aber ich habe gelesen, wir können das auch einfach Q drücken. Bim. Habt ihr gesehen? Einfach dagegen schmeschen. Und da ist Wasser rein gefluppt. Nice, ne? Meine Ausdrucksweise ist auch top. Also. Puh, also ich wollte eigentlich viel mehr schaffen. So, ja, ja, es ist halt langwierig und ja, da müssen wir dann halt durch. Aber ich finde das auch sehr spannend, wenn man was Neues anfängt. Und deswegen müssen wir uns da jetzt die Zeit nehmen. Also, wir haben das soweit vorbereitet. Jetzt brauchen wir, um auch andere Sachen zu craften, da gibt es nämlich den Crafting Table 2.0. Und das ist sozusagen ein Mana Pool. Aber Mana kriegen wir wiederum aus Blumen, ne? Ja, und ja, diese Blumen müssen wir uns was herstellen. Und die heißen Pure Daisy heißt die erste Blume, also die schwächste. Also gibt es wohl irgendwelche Stufen, so genau weiß ich das auch noch nicht, aber die Pure Daisy, so, da ist das Viech, ist die schwächste Blume. Die kann man nicht pflücken, aber die kann man hier craften in dem Mana Pool. Das heißt, wir müssen vier Blütenblätter, also White Petal, da reinschmeißen und haben eine Pure Daisy. Und ihr seht schon, wir brauchen jetzt schon mal vier von den Dingern, ne? So, das heißt, wir können eigentlich müsste man hier so ein kleines Podest haben, dass man besser werfen kann, ne? Oh, war ja, ich bin dauernd abgelenkt, aber ich will's gut haben. Ich will's doch nur gut haben. Wo ist der Chisel? Wir müssen es doch ein bisschen ordentlich machen. Das nützt alles nichts. Sonst bin ich zu unzufrieden mit mir selbst. Nee, ich brauche das alles doch gar nicht. Doch, ich brauche das doch. Mann, ich bin verwirrt. So, also, das war der dunkle. Der, ne? So, machen wir den schon mal. Und jetzt brauche ich einen Carpenter Slab. Den wird es da wohl geben, ne? Carpenter. Ah, nee, das war anders, ne? Carpenter Block kann man einfach mit dem Hammer runterprügeln, ne? So war das. Genau. Dann brauchen wir den Hammer. Den Chisel mal weg. Wo ist er? Da. Carpenter Hammer ist da. Und dann müsste man den Block einfach. Ah, Frosch im Hals. Müsste man den Block einfach runterprügeln können. Also formen. Man müsste den formen können. So. So, dann haben wir es nämlich so, wie ich das will. Also, wir machen das so. Und von oben drauf. Zack. Jetzt ist es ein Slab. Nice. Siehst du? Irgendwann mal gelernt und fast vergessen. So. Zack. So. Ja, das ist. Also hier können das normale Leute machen und hier halt also ältere Leute mit Einstiegshilfe. Verstehst du? Meine Güte, was erzählt er da? So, okay. Eins. Zwei. Seht ihr, die schwimmen da drinne? Und wir bekommen es um den Mauszeiger, wenn wir drauf gucken. Oh, da fliegen so Glitzerdinger raus. Bekommen wir es auch angezeigt, was da drin ist? Also wir haben jetzt vier. Vier. So, und wie wir sehen, das Rezept ist richtig. Seht ihr diesen weißen Pfeil da? Ja, ich kann jetzt schlecht hinzeigen, aber der weiße Pfeil zeigt, der Pfeil mit dem grünen Haken, so zeigt, dass das richtig ist. Nur wir brauchen Seeds. Also wir brauchen unendlich viele Seeds, weil bei jedem Rezept will dieses Ding, dieser Apothekertisch, einen Seed haben, den wir da reindroppen. Und zwar einfach einen Vanilla, also einen ganz normalen Seed. So, und das dürfte ja nun wirklich kein Problem sein. Oh, ich finde das cool mit dem Ding. Da kann man auch schon mal sehen, was da drin rumschwirrt. Herrlich. Gefällt mir gut. Das gefällt mir gut. Also, wir machen jetzt nur ein Seed rein und schon haben wir eine Daisy. Habt ihr gesehen? Jetzt ist natürlich das Wasser verballert, ne? Aber wir haben unsere erste Pure Daisy gebaut. Schön. Das gefällt mir gut. So, das heißt, wir können theoretisch. Genau, wir müssten jetzt nochmal Wasser reinfüllen.
Seht ihr? So. Und jetzt steht da. Oh ne, stand da gerade. Also wir müssen rechts klicken. Hallo? Man kann irgendwie. Ach Mann. Man kann irgendwie das letzte Rezept nochmal ausführen. Right-click with an empty hand to add back the last receipt. Da, seht ihr? Da müssen wir halt nur noch ein Seed reinmachen. Und so können wir ziemlich schnell craften. Also wir machen so. Rechtsklick. Ein Seed rein. Und jetzt haben wir keine Blütenblätter mehr. Also wir haben jetzt sozusagen 4 von diesen Pure Daisies. So, die spendieren Mana. Das ist halt so. Das ist halt so. Die spendieren Mana. Und Mana ist halt wichtig für alles Weitere wahrscheinlich. So ganz genau bin ich da noch im Thema. Da werde ich mich noch einlesen. Aber wir machen jetzt erstmal die First Steps sozusagen. So, und dann brauchen wir natürlich einen Mana-Pool. Ne? Den sollten wir craften. Oh Mann, die erste Folge ist schon zu Ende. Freunde, wir haben wenig geschafft, aber trotzdem so ein bisschen was, oder? Ja, ein bisschen was haben wir schon geschafft. Wir haben die POD. Okay. Ich glaube, ich nehme direkt. Oh. Wirft er die alle dahin? Ich glaube, ich nehme direkt noch eine Folge auf und dann gucken wir uns. Gucken wir uns das nächste an. Also sozusagen geht es dann weiter und ich nehme die direkt im Anschluss auf. Ja, also, Freunde, vielen Dank fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.